Heute verrate ich Ihnen 5 Tricks, mit denen Sie jede Diskussion gewinnen und in jeder Debatte richtig gut aussehen können. Das verspreche ich Ihnen. Mein Name ist Martin Wehle. Sie kennen mich vielleicht als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Die Spannung ist groß und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt kommen meine 5 besten Tricks für jede Diskussion. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie das anwenden, werden Sie neue Dimensionen des Erfolges in der Kommunikation erschließen können. Ich beginne mit meinem ersten Trick und zwar, wenn es in einer Debatte heiß hergeht, dann prallen oft Positionen aufeinander und man schaukelt sich gegenseitig hoch und man entfernt sich vom Konstruktiven. Es gibt ein wunderbares Gegenmittel, wie Sie das verhindern können, und zwar geben Sie dem anderen einfach Recht. Geben Sie dem anderen Recht, aber drehen Sie seine Aussage ins Konstruktive. Machen wir es an einem konkreten Beispiel. Ich betreue ein Projekt und jetzt erhebt ein anderer Kollege Vorwürfe, dass dieses oder jenes Detail noch nicht so gut läuft. Eigentlich würde ich impulsiv sagen, jetzt komm doch nicht mit deiner Tüpfchenscheißerei, auf diese Details kommt es gar nicht an, wir haben das Große und Ganze im Blick. Wenn ich so reagiere, wird er seinen Widerspruch und seinen Widerstand verstärken. Anders ist es, wenn ich ihm Recht gebe. Wenn ich sage, weißt du Peter, ich gebe dir vollkommen Recht, wir können an diesen Details noch schleifen, mach doch mal ein paar Vorschläge, was wir tun können, um in diesen Punkten noch besser zu werden. Damit hole ich ihn ins Konstruktive, indem ich ihn einlade, einen Beitrag zu leisten. Damit gebe ich ihm die nötige Anerkennung und damit habe ich ihn nach wie vor im Boot. Probieren Sie das aus, Ihrem Gegner einfach Recht zu geben und ihn ins Konstruktive reinzulotsen. Das funktioniert in jedem Fall und hat wirklich richtig große Erfolge. Ich komme auf den zweiten Punkt zu sprechen, und zwar betonen Sie das gemeinsame Ziel und den Konsens statt die Meinungsverschiedenheit. Bleiben wir bei der Situation, die ich gerade beschrieben habe zwischen mir und Peter. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Und dieses gemeinsame Ziel verliert man leicht aus dem Auge, wenn man über irgendwelche Detailfragen diskutiert. Ich könnte also in der Situation sagen, weißt du Peter, wir beide wollen genau dasselbe. Wir wollen das Projekt möglichst gut abschließen, damit unser Kunde am Ende des Tages zufrieden ist und uns einen neuen Auftrag gibt. Insofern sehe ich uns da an einem Strang ziehen und wir müssen jetzt nur schauen, wie wir unsere Kräfte bündeln. Das wirkt natürlich total anders, wenn Sie die Gemeinsamkeit betonen, als wenn Sie auf die Unterschiede eingehen. Unterschied eingehen hieße, dass ich sage, Peter, ich sehe die Sache völlig anders als du. Du sitzt da in den Details fest und ich versuche aufs Große und Ganze zu schauen. Schon fühlt sich der Peter richtig miserabel und ich habe ihn in den Tiefstatus versetzt, indem ich die gemeinsamen Interessen betone, gilt übrigens auch bei Beziehungsstreitigkeiten, indem ich die Gemeinsamkeiten im Blick behalte, kann ich eine Brücke für beide Parteien bauen, dass sie wieder zusammenkommen können. Jetzt komme ich auf den dritten Punkt zu sprechen, der Ihnen in jeder Diskussion weiterhilft, und zwar stellen Sie Columbo-Fragen, statt Gegenbehauptungen aufzustellen. Ja, was meine ich damit? Columbo, das wissen Sie noch, das ist ein TV-Inspektor gewesen, einer, der immer, wenn er den Raum verließ, noch irgendeine Frage, ach übrigens, wo waren Sie eigentlich gestern Abend? Der hat immer noch eine wichtige Frage gestellt und der andere hat geantwortet. Und ich finde die Columbo-Frage so raffiniert, weil die Columbo-Frage eine beiläufige Frage ist und eine Frage ist immer besser als eine Gegenbehauptung. Also wenn ich jetzt wieder den Peter nehme in meinem Projekt, dann kann ich natürlich eine Behauptung aufstellen und sagen, Peter, ich glaube, dieses Detail ist wirklich für den Erfolg am Ende des Tages nicht so entscheidend. Indem ich das so sage, habe ich ihn sofort ins Unrecht gesetzt. Indem ich das so sage, beschwöre ich seinen Widerstand herauf. Was ich aber tun kann, ist das Ganze in Form einer Frage in den Raum zu stellen. Und es gibt eine wunderbare Frageform, die viel im Coaching angewendet wird. Das ist die hypnotische Frage. Und die hypnotische Frage hat die Besonderheit, dass ich die Frage nicht direkt stelle, sondern dass ich sage, ich frage mich. Also ich frage mich gerade, Peter, inwieweit dieser Punkt unseren Kunden bei der Abnahme stören wird. Da habe ich nicht gesagt, der wird sich gar nicht daran stören.
Da habe ich nicht gesagt, das Detail ist unwichtig. Ich habe es einfach als eine Frage an mich selber formuliert. Und somit wird es für ihn viel annehmbarer. Probieren Sie das aus, dass Sie solche Fragen stellen, statt Gegenangriffe zu starten. Und ich verspreche Ihnen, der Erfolg wird ganz, ganz durchschlagend sein. Jetzt komme ich noch auf den fünften Punkt zu sprechen, der auch sehr bedeutend ist. Und zwar, gönnen Sie dem anderen kleine Siege, wo es Ihnen nicht wehtut. Also wenn Sie versuchen, eine Debatte zu gewinnen, die Oberhand zu bewahren und den anderen nach unten zu buttern, dann haben Sie das Phänomen, dass Sie da Widerstand schüren, dass der eine Wut auf Sie bekommt, dass er sich bei Gelegenheit rächen wird. Also diese Lösung, dass Sie gewinnen und er verliert, die ist schlecht. Schöner ist es, wenn Sie eine Win-Win-Lösung herbeiführen. Geben Sie dem anderen doch die Möglichkeit, dass er auf anderen Feldern, die Ihnen nicht so wichtig sind, gewinnt. Also wenn wir wieder den Peter aus meinem Projekt nehmen, bei irgendeinem Detail, das ich vielleicht für nicht wichtig halte, sage ich, Peter, ich glaube, es ist wirklich gut, wenn du dich da durchsetzt, wenn du dieses Detail so ausführst, wie du es für richtig hältst, dass wir in diesem Punkt die Qualität haben, die du dir vorstellst. Ich gebe ihm auf einem kleinen Feld der Debatte recht. Das ist für ihn ein Imagegewinn und das ist für ihn ein gutes Gefühl. Aber ich behalte im Großen und im Ganzen meinen Kurs bei und fahre auf den Erfolg dieser Diskussion zu. Diese Tipps werden Ihnen ungeheuer helfen, in Diskussionen besser auszusehen. Schreiben Sie mal Kommentare, wie es Ihnen in Diskussionen geht und was Sie von diesen Tipps halten. Ich bin da wirklich sehr gespannt und ich freue mich natürlich, wenn Sie den Daumen für dieses Video nach oben weisen lassen, wenn Sie Playlists anlegen, wenn Sie den Kanal abonnieren. Und ich werde Ihnen auch ein passendes Video unten verlinken zur schwarzen Rhetorik. Das sollten Sie nämlich auch ganz genau wissen. Und am meisten freue ich mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Wehrle.